Hallo, ihr Quirlinge! Saboteur Dringil meldet sich aus dem überrannten, aber doch noch existierenden Devil's Crossing. Kerrig, der Händler meines Vertrauens, hat's offenbar nicht überstanden. Was ist denn das hier für ein Ding? Igitt? Mit sowas habe ich mich dann irgendwann mal zu beschäftigen, wenn ich die Melmoth-Inhalte angehe. Das ist ja ein halber Leichenwagen hier eingewachsen. Igitt. Bäh. Naja. Soll im Moment nicht meine Sorge sein. Wie geht's denn weiter? Nachdem in der letzten Episode der Legorian dran glauben musste, habe ich jetzt vor, die weiteren und letzten Inhalte vom Originalspiel noch zu spielen, bevor ich mich dann mit den Inhalten der Erweiterung beschäftige. Und das wird alles noch einige Zeit dauern. Denn was steht noch auf dem Plan? Ich muss noch ganz viele Questen machen, also Kopfgeldquesten, die zu den Fraktionen gehören, die es schon im Originalspiel gab. Also Devil's Crossing habe ich. Schwarze Legion muss ich noch Kopfgeldquesten machen. Verbannte, Homestead habe ich. Kymons Auserwählte natürlich. Und bei den Rovern bin ich dabei. Und das sind die bisherigen Fraktionen. Genau, also das allein wird schon noch eine Weile dauern. Und da gibt es ja noch drei dieser Sonderdungeons, in die man reingehen kann mit einem Schlüssel. Das sind die Stufen der Folter, dann Port Valbury und irgendwie irgendwas mit Chaos oben, ganz oben Nekropolis, wo ich mir die Brücke repariert habe vor einigen Episoden. Und ihr habt mir geraten, wenn ich einen dieser Dungeons angehen möchte, dann doch bitteschön erst die Stufen der Folter. Und genau das ist es, was ich vorhabe, mal in die Stufen der Folter reinzuschauen. Ich habe jetzt schon ein bisschen Dynamit gefarmt und so viele Spiele-Sessions auf und zu gemacht, bis ich bei dem Kopfgeldtisch der Rover in Old Arcovia eine Kopfgeldqueste angeboten bekommen habe, die in die Stufen der Folter führt. Ich glaube, da gibt es zwei, die man machen kann. Ich habe jetzt die eine gleich am Tisch, die mich zu einem Typen namens Mortalis führt. Ich will mal gucken, ob ich das hinbekomme. Hier bin ich falsch. Das ist der Kopfgeldtisch von Devil's Crossing. Ich will einmal kurz, ich gehe einmal kurz noch zu Darling Dalet, denn ich habe ja in der letzten Episode auch ein paar Sachen gefunden, die ich nicht benutzen werde. Das sind die drei blauen Teile. Außerdem habe ich beim Dynamitfarmen dieses Ding wieder gefunden. Alvariks Ermahnung habe ich schon x-mal gefunden, also mindestens schon ein oder zweimal. Das wird mal gerade zerschlagen und dann schaue ich mal nach Skelettschlüsseln im Bankfach. So, Darling Dalet, Demontage. Das gibt ein strahlendes Juwel. Aha. Das hier. Gibt, was ist das hier? Ist neu. Ätherisches Mutagen. Eine zähflüssige, mit Äther verzauberte Flüssigkeit, die sich heftig in dem Behälter bewegt, wenn sich lebendes Fleisch in der Nähe befindet. Ich geht's. Weg, weg, weg. So, hier. Schrott natürlich und Zeichen der Reisenden und das letzte. Schrott und Ketones Blut. So. Jetzt ans Bankfach. Ich muss erstmal schauen, wie viele Schlüssel ich habe. Ich glaube, ich habe genau einen, weil ich den mal für eine Queste basteln musste. Und dann ist die Frage, was ich eigentlich brauche, um den nächsten zu bauen, weil das wird ja alles nicht gut gehen, wenn ich da aufbreche in die Stufen der Folter. Hier erstmal kurz Kram einsortieren. Das und das. Und hier vorne wären es das, das, das und das und das. So, und dann hier. Flup, flup. So. Ich habe genau einen dieser Schlüssel, Skelettschlüssel. Den werde ich benutzen. Und dann kann ich, glaube ich, bei Duncan so ein Ding bauen lassen, richtig? Es ist kein Relikt, es ist irgendwas. Verbrauchsgüter vielleicht? Komponenten? Nö. Hier, Skelettschlüssel. Ich könnte 8 bauen, das ist schon mal gar nicht schlecht. Was brauche ich denn dafür? Ich brauche dafür Ektoplasma. Okay, das kann man gut in der Arcovian Undercity farmen, bei den Geistern, die darum schwirren. Und Leichenstaub. Boah. Den gibt es im Zweifelsfall auch da. Und Ketones Blut natürlich. Ja. Na gut, okay, also ich habe ein paar Schlüssel noch in Reserve. Mal gucken, wie viel ich jetzt verballere in dieser einen Episode. Jetzt geht's erstmal in Richtung Old Arcovia, um die eine Queste anzunehmen. Ich habe, wie gesagt, etliche Spiele-Sessions auf und zu machen müssen, bis am Kopfgeldtisch endlich mal das Richtige auftauchte. Und das Richtige ist dieses hier.
Tief im Inneren der Stufen der Folter, dem arkovianischen Foltergefängnis, hausen mehrere ruchlose, untote Wesen, darunter auch ihr Anführer Alkamos, der hohe Vollstrecker. Aber Alkamos hatte viele Diener, die seine Befehle ausführten. Unter ihnen war Mortalis, ein Menschenschlechter, der die grausame Arbeit in den Stufen genoss. Sollte er jemals aus den Stufen der Folter entkommen, würde Mortalis seinen Hunger nach Tod zu den Unschuldigen bringen, die jetzt die Region bewohnen. Er muss vernichtet werden. Als Belohnung haben wir für diese Aufgabe einige unserer erbeuteten Materialien zur Seite gestellt. Dieses Kopfgeld annehmen. Es heißt Kopfgeld Mortalis, töte Mortalis. 1 von 1. So, ja. Und da ich in den Stufen der Folter bis einschließlich Zarto Zellan schon mal gewesen bin, gehe ich da jetzt wieder hin und melde mich wieder, sobald ich Mortalis vor der Schattenklinge habe. Hallo ihr Querlinge, da bin ich auf den Stufen der Folter auf der 3. Stufe. Da ist Mortalis und zwar ganz da hinten, kurz vorm Eingang. Und oh, hallo, ich bin gesehen worden. Oh je, yeah, hier ist natürlich noch einer. Oh je, yeah, das wird in die Hose gehen. Oh, 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 lauf, 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 lauf. Tot, 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 tot durch Monster. Uiuiui, ui, nee, doch noch nicht. Ah, ist das übel da drin. 2 Bosse auf einmal. Okay, die Lebensessenz brauche ich ganz dringend. Huhuhuhu, den ersten habe ich. Ich habe übrigens gerade auf dem... Oh, ist das böse! Zarto Zellan. Ich habe übrigens gerade auf dem Weg hierher... ...den nächsten Rufstufenanstieg bei der Rover-Fraktion bekommen. Da bin ich jetzt geehrt, aber ich bin auch gleich tot. Das Zarto Zellan. Ja, den müsste ich dann in der nächsten Kopfgeldquest erledigen, aber das kann man ja irgendwie schlecht kombinieren, wenn Mortalis hier hinten bei ihm drin steht. Das ist ja doof. Aber ich glaube, jetzt habe ich ihn im Griff. Das sah ganz, ganz böse aus, aber... Bumm. Huiuiui. So. Alles gut. Glaube des Tempelritters. Das ist wieder dieser Schild. Todesflüstersalbe gab es auch. Und jede Menge gelben Kram. Und hier noch ein bisschen Kram. So, hier geht es dann in die Zone, die wirklich böse ist. Bisher war es ja nur zum Aufwärmen. Mach mal auf. Geh mal zurück nach Old Arcovia. Um die erste Quest abzugeben. Bin ich richtig? Ja. Kopfgeldtisch. Ach ja, weil ich jetzt geehrt bin, habe ich jetzt die Möglichkeit, die nächste Queste zu machen. Richtig. Aber erstmal hier, erstatte Bericht. Ich bekomme für Mortalis schuppige Haut und Ruf. Und das wäre Zufall, wenn ich jetzt direkt die Zarto Zellan-Queste hätte. Doch, tatsächlich hier. Der arkovianische Großpriester Zarto Zellan wurde in den Schriften der Rover oft als charismatischer und manipulativer geistlicher Anführer von Arcovia beschrieben. Seine gequälte Seele wandelt nun in den Stufen der Folter herum und ist für immer an das Land gebunden, bei dem er half, es in die Verdammnis zu stürzen. Aber sogar im Tod versammelt er Anhänger an seinem verfluchten Altar. Diese wahnsinnige Ausübung muss gestoppt werden. Wir haben für jeden, der mutig genug ist, die Stufen der Folter zu betreten, Eisenstücke zur Seite gelegt. Annehmen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass er in dieser Spiele-Session nicht mehr da ist. Das wäre komisch, wenn der jetzt wieder entstehen würde. Ich meine, ich kann ja mal gerade nachgucken, aber das wäre komisch. Diese Viecher entstehen ja eigentlich immer dann, wenn man die Queste annimmt. Es sei denn, es sind die Viecher, die es sowieso gibt. Und Zarto Zellan ist jetzt nicht da, richtig? Nee. Es riecht zwar noch alles nach ihm, aber er ist nicht da. Gut, dann muss ich wohl oder übel eine neue Spiele-Session aufmachen und dann wohl oder übel mich nochmal bis zu Zarto Zellan vormoschen. Das kann ich aber machen. Aber vorher hier, am Kala.
Hallo, Freund der Rovari. Es tut mir sehr leid, dass ich dich bei deiner wichtigen Reise unterbreche, aber ich muss dich um etwas bitten, das äußerste Sorgfalt und Vertrauen erfordert. Was ist los? Oben im Norden, in den eisigen Astakarnbergen, gibt es einen Schrein, der Moktrogen, dem Schutzpatron der Bestien und Wächter der Rovari, gewidmet ist. Seit Generationen sucht unser Volk Moktrogens heiligen Altar auf, um den Tag zu würdigen, an dem er Rovan die Weisheit schenkte und unser Volk dazu inspirierte, Arcovia zu verlassen. Aber der Schrein wurde von Ketones abscheulichem Kult verdorben. Lieber Rock 82, hier muss es heißen, von Ketones abscheulichem Kult. Die Anhänger des toten Gottes haben unsere heilige Stätte entweiht und Moktogens Schrein zerstört. Was kann man tun? Der Schrein liegt in Trümmern. Sein runenverzierter Stein und Geist wurde vom Kult in die Leere mitgenommen. Wir können nicht zulassen, dass dieses Symbol unseres Volkes in Vergessenheit gerät. Bitte suche im Bloodgrove und in den Ebenen der Zwietracht die Rifts auf, die in die Leere führen. Finde die Teile von Moktrogens Schrein wieder. Bringe die Teile zum Schrein zurück und platziere sie zusammen mit einem schlagenden Herzen einer alten Bestie auf dem Altar. Ihr nobles Opfer wird als Verbindung dienen, um die zerbrochenen Stücke wieder zusammenzufügen. Wenn du damit fertig bist, mach dich darauf gefasst, die abscheulichen Ketonier zu töten, die Moktrogens Land befallen haben. Dafür werden dir die Rovari ewig zu Diensten stehen. Wiederherstellen, genau auf die Quest habe ich schon gewartet. Das Vermächtnis der Rovari. Finde Moktrogens runenverzierten Stein, finde Moktrogens Geist, sammle ein uraltes Herz, das habe ich im Bankfach, und stelle Moktrogens Schrein wieder her. Da fehlt ein Leerzeichen. Ich bin pingelig heute. So, jetzt, ja, wie geht's weiter? Ich muss jetzt mal die Spielesession wechseln und dann geht's auf alle Fälle noch in Richtung Zartozelle an. Also bis gleich. Und hier bin ich wieder, liebe Gewährlinge, auf der ersten Stufe der Stufen der Folter, denn ich habe hier ein mir noch unbekanntes Geheimversteck entdeckt, nämlich genau hier. Geheimversteck, Alarm, bröckelnde Mauer. Da gibt's was, nämlich eine Metallschatulle in einer Nische. Bisschen Kram drin. Mehr ist hier nicht. Nö. Und das Ding ist, ja, auf der ersten Stufe der Folter, genau an dieser Stelle da. Ja. Und weiter geht's auf der Suche nach Zartuzellan. Und hier gibt's gleich den nächsten Geheimversteck-Alarm auf der zweiten Stufe der Stufen der Folter namens Schmerz. Hier ist die nächste bröckelnde Mauer, die ich bisher nicht gefunden habe, auch wenn das sehr, sehr leicht zu finden ist. Zack. Ja, trotzdem ein Bereich außerhalb der Karte, darum ein Geheimversteck. Mit einem schmalen, schlanken Türchen befinden tue ich mich übrigens gerade hier. Auf der zweiten Stufe Schmerz, da mittendrin im Nirgendwo. So. Und jetzt geht's weiter auf dem Weg zu Zartuzellan. Und hier bin ich wieder, ihr Gwirlinge. Zartuzellan auf ein neues. Diesmal auch mit entsprechender Kopfgeldqueste der Rover-Fraktion. Oh, es ging ja schnell. Alles halb so wild. Oh, jemine, von wegen. Oh. Hört ihr mal auf, hier euch aus dem Boden zu graben? Wie die Dermapteraner? Danke. Huiuiui, das hat wieder Geist gekostet. Gibt's wenigstens was Schönes? Erstmal nicht Kram jede Menge. Oh je, oh je, oh je. Das nehme ich auch. Das nehme ich. So, dann zurück nach Old Arcovia zum Kopfgeldtisch. Da wird die Queste abgegeben und dann geht es eigentlich erst in den interessanten Teil der Stufen der Folter, in den Teil, den ich auch noch gar nicht kenne. Und ich müsste dringend mal hier Kram ablegen. Oh je, oh je, oh je. Und ich muss mir auch diesen Zettel kaufen. Ich glaube, das kann ich jetzt, weil ich ja jetzt auf der Stufe geehrt bin. Ein Höschen. Leben. Wow, Raffinesse, Geist. Elementarwiderstand. Das ist gar nicht schlecht. Aber ich habe ja die andere Hose richtig. Auf die warte ich ja nur. Es ist übrigens das hier gedroppt. Bauplan Relikt Wilder. Das ist etwas. Sturmhund herbeirufen. Angriffsqualität. Bonus für Kreaturen, das mache ich nicht. So, das kann weg.
Weg, 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 weg. Und das hier ist auch gedroppt. Zornbringer. Ja. Erstmal alles uninteressant. Noch mehr? Ja. Jetzt wird der Fraktionshändler. Das bist doch du, richtig? Natürlich. Hier, ich kaufe mir Verfügung der Roma für 88.000. Und dann auch benutzen. Donk. Jetzt habe ich das nächste Pluszeichen, richtig? Robert Gerhard, richtig. Sehr schön. Dann bekomme ich jetzt schon mehr Ruf beim Abgaben oder beim Abgeben dieser Queste. Erstatte Bericht. 1200 Eisen und tatsächlich ein bisschen mehr Ruf. So, vom Kopfgeldtisch wegtreten. Das sind erstmal alle Kopfgeldquesten, die ich in dieser Episode mache, denn jetzt geht's in die Stufen der Folter zurück und ich glaube dahinter, hinter diesem Tor mit Skelettschlüssel, gibt's keine Kopfgeldquesten der Rover mehr. Die zwei, die es in den Stufen der Folter gab, habe ich jetzt erledigt. Ja, noch irgendwas zu sagen, Calderos? Ne, ich glaube, das habe ich schon mal alles gemacht. Ja, jetzt wird's ernst. Und dann... Die Tore der Qual haben sich geöffnet. Beeilung, denn sie werden nicht lange offen bleiben. So, hier drin. Deine Verbindungsrift geht scheint an diesem Ort zu fehlen. Hm, genau, ist das Problem. So, wo bin ich hier? Das sieht so leer aus. Das bleibt nicht leer. Diese Knochengrube hier ist doch... Ah! Ah ja, da konnte ja nix. Das Spiel will mich bestimmt wieder in Sicherheit wiegen. Ich gehe mal ganz, ganz langsam vor. Und lasse auch keine kleinen Viecher hinter mir zurück, weil ich ja hier zurücklaufen möchte und können muss in völliger Panik. Mit einem ewig langen Cooldown auf Lebenstränke. Was ist das da? Ach, da geht's erst richtig weiter. Ach so, ach so, ach so. Das ist ja nur so ein... Das ist ja lachhaft hier. Na gut. Dann gehe ich halt runter. Leiden. Wie viele Stufen gibt es hier eigentlich jetzt in diesem Bereich? Oben gab es ja schon drei in dem normal zugänglichen Bereich mit Riftgates und so weiter. In dem Bereich, der auch schon nicht ganz schlecht war, musste man auch schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht umgenietet wird. Aber es ging. Aha! Bisher sind die Stufe 50. Das macht mir ein bisschen Mut. Aha. Nicht in so einen Hinterhalt reinlaufen. Bumm. Ah, Zeichen des Reisenden. Truhe. Bumm. Wie sieht das hier aus? So sieht das aus. Gibt es hier eigentlich auch Geheimverstecke? Ja, warum eigentlich nicht? Es gibt keinen Grund, warum es hier keine geben sollte. Dann halte ich mal die Augen offen. Wenn ich welche übersehe, dann sagt ihr mir das doch ganz bestimmt richtig. Hehe. Komm. Bedrohliche Ägis der Vernichtung. War bisher nix. So schlimm war es aber bisher gar nicht. Es gibt nur einen Weg. Ah, sieh mal einer an. Ich habe es entdeckt. Aber ich glaube... Wie, was sind das da? Kammer der Seelen, was ist das? Knochenreliquiar verschlossen. Kann ich hier drin irgendwas finden in den Stufen der Folter, um das dann aufzuschließen? Weil ich habe ja nichts dabei. Ich gehe hier erstmal rum, um irgendwelche Viecher aufzuscheuchen, bevor ich mich dem Geheimversteck widme. Ja, 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 war doch klar. Na, kommt her, ihr kleinen Mäuse. Skelett tritt aus, geht aber alles. Wer schießt denn hier auf mich? Oder muss ich den Dicken da... Killhard, muss ich den killen, damit ich an dieses Ding da dran komme? Wobei Killhard... Den gab es auch oben auf der normalen Ebene, weil den habe ich in der letzten Session gekillt.
als ich auf dem Weg zu Mortalis war. Der hat natürlich dann auch den Schlüssel nicht dabei. Hör doch mal auf mich zu schießen. Oder auf die arme Säule. Machst alles kaputt? Ja, wieso ist der so resistent? Oh, je, jetzt kommt der Nächste. Scheiße. Ach, das ist ja so eine Arena, das raff ich jetzt erst. Guten Morgen. Oh, das hätte man mir aber mal vorher sagen können, dass das hier so abgeht. Ja, gleich ist der zweite Schlüssel fällig, fürchte ich. Oh, je, nee. Oh, ist das böse? Oh ja, das ist der nächste Schlüssel. Uiuiuiuiui. Ja, liebe Gewehrlinge, das war mein erster Anlauf auf die Stufen der Folter. Das hat mich nicht sehr weit getragen. Und den zweiten Anlauf, den gibt's dann im nächsten Teil. Bis dahin!